Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Transport Fever 2 hier auf meinem Kanal Basen Steel. Und in der heutigen Folge befinden wir uns endlich wieder auf der Mühlauer Karte. Lang hat es gedauert, aber dafür habe ich hier auch ein total cooles Projekt mitgebracht. Und zwar liegt das, wie man sehen kann, zwischen der Stadt Mühlau und dem Kohletagebaugebiet. Ist hier so eine relativ große Freifläche und ich denke, im Thumbnail von dem Video hat man es schon gesehen, um was es heute hier gehen wird. Ich habe hier versucht, so eine Art Rennstrecke zu basteln, so ein Racing Circuit. Und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache auch geworden. Ich musste da am Anfang auch so ein bisschen nochmal rumtüfteln, was die Straßen angeht und so weiter. Ich habe dann hier als erstes mit so einer Einbahnstraßen-Autobahnstraße gebastelt. Es hat mir dann aber insgesamt nicht ganz so gut gefallen, weil dort eben auch teilweise oder durchgängig dann eben die Straßenmarkierungsstriche zu sehen sind. Und das habe ich dann im späteren Verlauf dann auch nochmal ein bisschen abgeändert. So, was das Gelände jetzt an sich angeht, habe ich hier erstmal versucht, einen großen Parkplatz anzulegen, um die Zuschauer hier auch vernünftig unterbringen zu können, wenn die hier sozusagen dem Racing-Spektakel beiwohnen wollen. Und ja, so entsteht dann hier ganz langsam die erste Infrastruktur für das gesamte Gelände. Ich habe da dann auch die Zugänge zur Landstraßenanbindung gelegt. Muss ich mal gucken, inwieweit man da vielleicht auch noch eine Autobahn vielleicht bauen könnte. Muss ich mal sehen, wie sich das Ganze dann auf der Karte hier auch weiterentwickelt. Denn aktuell habe ich nur so eine Ost-West-Tangente, was die Autobahn angeht. Ich bräuchte aber auch noch eine Nord-Süd-Autobahn einfach. Und da muss ich dann mal gucken, wie sich das dann hier auch anschließen lässt. Man sieht es auch schon, ich habe hier so ein bisschen rumgetüftelt, was das Verlegen der Straße angeht. Da hat mir dann das Spiel auch wieder so ganz ungewöhnlich komische Wellen in die Straßen reingemacht. Das ist immer wirklich, also ja, komme ich noch nicht so richtig mit zur Rande, was das angeht hier in Transport Fever 2. Da muss ich dann auf jeden Fall immer mal so ein bisschen noch rumtüfteln. Aber wenn man dann so ein bisschen rumprobiert hat, geht es dann am Ende doch immer relativ zufriedenstellend über die Bühne. So, dann ziehe ich mir hier aus der Hauptrennstrecke die Boxengasse heraus. Die wird hier auch nochmal unterführt von einer Zugangsstraße, dass die, also das ist sozusagen wie ein Spezialeingang für das Infield von der Rennstrecke. Da kommen dann sozusagen die ganzen Rennställe und das Material an, was dann sozusagen die Fahrer betrifft, beziehungsweise eben auch das Team. Und dann habe ich hier mir die paar Gebäude halt angeschaut, wie ich die Boxengasse bestmöglich darstellen konnte. Hatte ich ja am Anfang vom guten Biko, die, ja, das sind so wie Feuerwehrgaragen, würde ich jetzt mal sagen. Allerdings hatten die leider Terrain und Kollision und da konnte ich dann das Ganze eben nicht funktional eben darstellen, so wie ich das halt ganz gerne gehabt haben würde. Ja, komischer Satz, war ein bisschen falsch wahrscheinlich, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich das Ganze dann auch erst nochmal wieder abgerissen, denn als ich das hier gebastelt habe, gab es die Mod mit Anti-Kollision leider noch nicht. Das hätte mir hier an dem Punkt wahrscheinlich gut geholfen. Und so habe ich dann nochmal ein bisschen weitergesucht, was es dann noch so für Garagen gibt, die eben auch geöffnet sind, beziehungsweise so ein Tor haben. Ich denke, also ich habe mich dann für eins von Siri, glaube ich, entschieden. Oder war es doch nochmal was anderes? Ah, ich weiß es gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall, jetzt, wo ich das so kommentiere, das Video, denke ich, dass ich die vom Biko benutzen werde, diese Feuerwehrhäuschen mit Kollision, und nutze dann einfach die Anti-Kollisions-Mod und werde das Ganze dann eben damit darstellen. Ja, jetzt sieht man hier, das sind sozusagen die Feuerwehrbaracken von der guten Siri. Allerdings sind dort halt die Türen nicht auf. Und deswegen ist es natürlich so ein bisschen tricky, dann eben den Verkehr dort durchzuleiten. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde das im Nachhinein einfach auch nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Und dann eben das Ganze dort nochmal so ein bisschen umbauen. Ja. Aber das Grundkonzept ist, bleibt das gleiche, das ist dasselbe Setting, also hier mit Einbahnstraßen rein und raus. Da hat man dann nochmal so ein bisschen
noch eine Straße hinter der Boxengasse an sich, von den Gebäuden, wo sozusagen die Rennställe ihre Autos unterbringen, beziehungsweise so die letzten Verfeinerungen am Wagen vornehmen können. Und ja, dann habe ich angefangen, hier so ein bisschen das Ganze eben auszugestalten, was jetzt hier die Start-Zielgerade angeht. Auch dort ist natürlich mit Beton gearbeitet worden, um dann eben auch dort mögliche Unfälle bestmöglich abzutrennen von der Strecke an sich und dem Bereich, wo sich eben auch Personen ohne Autos befinden. Also zum einen in der Boxengasse die ganzen Mechaniker und Techniker und was es da nicht alles gibt. Und auf der gegenüberliegenden Seite dann eben auch die Zuschauertribüne. So, dann wird es hier wie gesagt einmal so komplett abgegrenzt, der Bereich. Und bekommt dann auch nochmal so ein bisschen ein Fundament nach hinten zu. Wo dann wie gesagt auch verschiedene Sachen eben angelegt werden. So, jetzt ist hier ein kleiner Zeitsprung drinne. Da habe ich dann hier nochmal so ein bisschen das Ganze ausgestaltet, auch was jetzt so die Werbegestaltung angeht, da habe ich hier vom guten SM1 die Ferrari-Geschichte genommen. Und es hat sich jetzt auch schon einiges geändert, was die Strecke angeht. Ihr seht es vielleicht, ich habe jetzt dort eine Einbahnstraße genommen, eine ganz schmale sozusagen, und habe das dann mit Texturen breiter gezogen. Ja, es ist dann halt nicht mehr mit Überholmanövern, das geht ja hier sowieso ganz schwierig nur darzustellen, deswegen habe ich dann so eine ganz schmale Straße genommen und habe dann nur die Ideallinie von der Rennstrecke sozusagen dargestellt. Die ist funktional, die Ideallinie, und alles andere ist eben nur Optik. Aber ich finde das gar nicht weiter schlimm, denn so hat man auch nicht diese, also man, ich habe das ja dann angelegt mit so einer runden Linie sozusagen, ja, also eine Personen-PKW-Linie, die einmal um die Runde rumgeht, und musste dann, damit die nicht gleich wieder in die Boxengasse reinfahren, eben auch mit hier Wegpunkten arbeiten. Und das hat dann an einem Punkt auf der Strecke dann immer zu so ganz komischen Spurwechselpassagen geführt. Also da wird dann so ein ganz komischer Schlenker von den Fahrzeugen gefahren, und das war mir sowieso schon ein Dorn im Auge, und deswegen habe ich dann mich dafür entschieden, das Ganze eben mit nur einer schmalen Spur anzulegen, und dann hat man, wie gesagt, diese komischen Spurwechsel einfach nicht mehr, und dann ging das eigentlich schon ganz gut. Im Hintergrund, während ich das jetzt hier gerade erklärt habe, wie ich das gemacht habe, ist natürlich einiges entstanden. Zum einen die Tribüne, die ich da zusammengebastelt habe. Ich finde, das ist auch eine richtig coole Nummer geworden. Und jetzt mache ich hier gerade noch mit den Signalbrücken-Mod mir so eine Ampel für den Start- und Zielbereich. Dann noch so ein bisschen Ausgestaltung. Ich muss auch sagen, das ist noch nicht ganz final fertig hier. Ich habe noch viele coole Assets gefunden, die ich ja gerne mit auch auf die Strecke packen würde. Aber ich bin einfach zeitlich da noch nicht weiter vorangeschritten hier in dem Video. Also es ist schon ein gutes Konzept, was jetzt sozusagen hier zu sehen ist. Aber es fehlen noch so ein paar kleine Details, die ich dann eben später wahrscheinlich nochmal mit hinzufügen werde. Und ja, aber wie gesagt, ich habe hier schon versucht, das Beste und Meiste, also den gröbsten Verlauf oder ja, das Fundament der Strecke von dem Racing Circuit hier darzustellen, und das ist doch ganz cool geworden. Hier habe ich mir dann erstmal so ein paar Autos in einer Reihe platziert, wie das jetzt zum Beispiel bei einer Startplatzierung oder Startpositionierung eben der Fall wäre, und habe dann versucht, mit den Markierungselementen vom guten Manuel Zockt das Ganze dann eben hier noch so ein bisschen mit Details zu schmücken, um das dann dort eben der Start- und der Zielbereich eben so richtig gut ausschaut und daherkommt wie bei einem echten Racing-Circuit. Es ist natürlich hier alles freihand gesetzt, ein bisschen schief und krumm. Am Anfang musste ich da auch nochmal gucken, da hat es irgendwie mit den horizontalen Einstellungen nicht ganz hingehauen. Aber so, denke ich, ist das schon eine ganz coole Nummer hier geworden. Dann kommt hier noch so eine Start- und Ziellinie sozusagen dazu. Und die Ampeln sind, glaube ich, vom Matze Pogo in dem Paket mit enthalten, wo auch der Uni-Riese aus Leipzig mit drin ist. Die sind leider nicht funktional, aber ich denke, das macht trotzdem ein ganz gutes Bild dort an den Signalbrücken, und dann sollte das eigentlich auch schon soweit passen.
So, dann geht's hier an die Umgestaltung des der Fläche an sich. Ne? Da habe ich dann hier mit Kies-Textur Kiesbett hinzugefügt. Immer in den Kurven sozusagen, dass wenn jetzt, sag ich mal, ein Auto außer Kontrolle mit zu viel Geschwindigkeit von der Strecke abkommt, dann dort auch vernünftig abgebremst werden kann. Und das Ganze wird dann angrenzend noch mit einer Leitplanke sozusagen umzäunt, das ganze Areal, dass dann auch die Strecke an sich abgegrenzt, abgesichert ist, zum einen für die Autos, zum anderen für die Zuschauer, dass die dort nicht unkontrolliert irgendwie auf die Strecke kommen können. Dann habe ich ja auch noch überall so kleine Häuschen platziert, das sind sozusagen so, ja, wie soll man sagen, so Streckenwärterhäuschen, ja, die dann sozusagen die gelbe Flagge schwenken können, falls es sich zu einer Gefahrensituation kommt oder eben andere Flaggen. Da gibt es ja wirklich etliche, die dort eben gezeigt werden können, zum Beispiel, dass schnellerer Wagen von hinten kommt und überholen möchte und dass der überrundete Wagen dann sozusagen Platz machen muss. Und solche Sachen eben, ne? Ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht, dass man vielleicht dann auch irgendwie das Ganze noch mit einem Safety Car bestücken kann. Ich habe eins in der Boxengasse, habe ich eins platziert. Das ist einfach so ein Baufahrzeug mit Warnblinkanlage. Aber ich muss da mal noch so ein bisschen tüfteln. Vielleicht auch mit der Fahrplan-Mod, die da mal in dem Update gewesen ist für Transport Fever, dass man dort das vielleicht auch so ein bisschen takten kann und dann eben auch, sag ich mal, eine Gruppe Autos fahren lässt, dann ist kurz Pause für die und dann eine Gruppe Motorräder. Das wäre natürlich richtig geil, aber da muss ich, wie gesagt, nochmal so ein bisschen rumtüfteln. Das ist dann halt wirklich auch so ein Einstellungsding, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde es nicht ausschließen, dass es gar nicht möglich ist, aber es wird auf jeden Fall eine Tüftelei, die dann wahrscheinlich auch erst zu einem späteren Zeitpunkt in einem Video erscheinen wird. Aber sobald ich das hinbekommen habe, werdet ihr natürlich darüber informiert und dann packe ich das mal in ein Update-Video von der Rennstrecke. Denn ich finde, das hier ist so ein Bereich, der auch noch über mehrere Folgen wachsen kann und auch wachsen wird. Ja, also das ist jetzt, wie gesagt, nur so der Anfang. Und ja, aber ich bin absolut begeistert davon. Das ist auf jeden Fall richtig cool geworden, das Ganze. Und ja, könnt ja mal mir Bescheid geben, wie ihr das hier findet, ob das eine ganz coole Sache ist. Ich hatte es auf der... Oh, das ist schon echt vergangen. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie hieß denn die erste Karte, die ich gemacht hatte? Weiß ich gerade gar nicht. Wie hieß das denn? Schwanstein. Auf der Schwanstein-Karte hatte ich schon mal testweise eine Rennstrecke auch so in dem Stil schon mal angelegt. Die Karte ist mir ja dann abgeschmiert, deswegen konnte ich das Ganze dann auch gar nicht irgendwie groß weiter verfolgen. Und vor kurzem hatte mir dann jemand unter die Kommentare geschrieben, dass ich mal doch eine Rennstrecke bauen könnte. Und ja, da habe ich mich zurück dran erinnert an die alte Karte und habe gedacht, hey, das ist doch eigentlich nochmal eine coole Sache. Also vielen Dank für das Kommentar, dass du mich da nochmal erinnert hast, dass man das hier nochmal mit auf die Karte bringen kann. Und ja, so habe ich dann hier eben, wie gesagt, den Parcours angelegt, sage ich mal. So, das Ganze bekommt dann innen drin nochmal so eine kleine Erhöhung, dass dann dort auch nochmal vielleicht ein paar Zuschauer das Ganze von dem Innenfeld beobachten können. Das Ganze wird dann hier, wie gesagt, mit einem großen, hohen Zaun abgetrennt. Ist jetzt vielleicht oben kein Stacheldraht, sondern nur so ein Überhang an Zaun, dass Einzelteile bei Unfällen praktisch nicht in die Zuschauer reinfliegen können. Und vor diesen Zaun habe ich dann auch nochmal eine Leitplanke gemacht, damit das dann eben dort gut abgesichert ist. So, dann hatte ich hier auch, das war auch so ein bisschen eine Tüftelei, da hatte ich dann erst versucht, mit einzelnen Steinen die Curbs dort anzulegen, diese rot-weißen Begrenzungen sozusagen. Das war dann aber relativ aufwendig, habe ich dann auch wieder verworfen und habe dann halt lange rum überlegt, wie ich das Ganze darstellen kann. Und dann hatte ich die Mod gefunden, das ist, glaube ich, so eine Baustellen-Mod. Man sieht es ja jetzt auch gerade unten im Bild. Roadworks heißt das Ganze. Und dort ist ein rot-weiß gestreiftes Zelt enthalten. Das ist so eine Art Bauzelt, würde ich sagen. Und das habe ich dann einfach im Boden versenkt. Und so hatte ich dann die Markierung, die ich dann hier eben, wie gesagt, im Kurveneingang und Ausgang und in der Mitte sozusagen im Scheitelpunkt wunderbar aneinander kleben konnte. Es war zwar auch eine relative Fleißarbeit, muss ich mal sagen, aber das lohnt sich halt. Also gerade das macht sozusagen die Rennstrecke dann aus. Denn ja, man kennt es ja aus dem Fernsehen oder vielleicht auch aus einem echten Besuch auf so einer Rennstrecke, dass sozusagen das ist ja das, was die Rennstrecke ausmacht, ne? Diese rot-weißen Markierungen.
Sonst könnte es ja auch hier irgendwie ein Parkplatz sein, wo die Leute drauf rumfahren. Ja, aber so ist es dann halt schon eine richtig coole Geschichte geworden. Ich habe das dann auch nochmal so ein bisschen ausgebessert. Man hat das jetzt gerade gesehen, dass ich dann eben die Texturen auch nochmal so ein bisschen nachträglich hinzufügen musste, um die ganze Strecke dann eben dort nochmal ein bisschen auszubessern, was jetzt eben die Kurven-Ein- und Ausgänge angeht. Gerade nachdem ich dann auch die Curbs dort gesetzt hatte. Und ja, das ist dann halt nur nochmal so ein bisschen die Detailarbeit, die dann eben dazugehört. Wie gesagt, ja, also ich musste es halt mit dieser Einbahnstraße dort machen, weil ansonsten hätte das nicht so funktioniert, wie ich mir das dort eben gewünscht habe. Warum das jetzt hier so geruckelt hat in dem Moment, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich jetzt nicht, ob mein Rechner dann dort schon überlastet gewesen ist. Aber ich habe am Ende habe ich da auch nochmal so ein paar also so ein paar bewegte Bilder von der Strecke auch nochmal mit hinzugefügt und dort hält sich es dann eigentlich schon wieder an Grenzen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht im Hintergrund irgendwas gelaufen ist, das kann ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau sagen. Aber ja, mich wundert es jetzt nur gerade, dass es halt so ein bisschen ruckelig hier gerade ist. So, ja, dann eben wie gesagt nur so ein bisschen die Detailausgestaltung hier mit Zäunen und Leitplanken, das ist eigentlich das, was ich dann hier wirklich am friemligsten fand an der ganzen Geschichte, dann eben wirklich auch den gesamten Bereich abzugrenzen, abzusichern, dass dann dort auch an jeder Stelle das gut sichtbar abgegrenzt ist eben. Und ja, dann bekommen eben die entfernt liegenden Tribünen dann auch noch einen Zugangsweg. Da habe ich mir auch überlegt, dass ich da vielleicht noch so ein bisschen wie Busverkehr, also so eine Art Shuttle platzieren kann, da ja die Rennstrecke an sich doch relativ groß geworden ist, dass dann die Besucher, die vorne eben auf dem Hauptparkplatz ankommen, eben via einem Transfer-Shuttle dann vom Parkplatz zu den Sitzplätzen gebracht werden. Und ja, ich hatte dann auch überlegt, dass ich da vielleicht noch so ein paar Personenassets verteile. Das ist ja im Endeffekt dann wie in so einem Fußballstadion. Ich glaube, es ist machbar, aber das wird dann halt auch so über einen längeren Zeitraum eben erst passieren, da das halt wirklich ziemlich aufwendig ist. Also ja, dann auf jeder Tribüne dann eben passend die Personenassets dort zu platzieren. Aber ich denke, ich werde das trotzdem machen, einfach auch mal für einen coolen Screenshot oder ein cooles Bild, was dann vielleicht auf Steam oder im Forum hochgeladen werden kann. Da macht sich das dann bestimmt cool, wenn die Tribünen dann auch gefüllt sind. Es wirkt natürlich auch ganz anders. Ist ein ganz anderes Bild, dann ist ja hier ähnlich wie bei den Parkplätzen. Wenn du mal nur die Parkplätze platziert, ohne Bewegung oder ohne Assets, was den Verkehr angeht, da drauf, dann wirkt das halt auch alles so ein bisschen verlassen. Und es soll ja aber trotzdem hier schön detailreich und eben auch belebt aussehen. Und deswegen werden da wahrscheinlich über kurz oder lang dann auch ein paar Personenassets noch mit hinzukommen. Ja, dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch. Wie gesagt, das ist halt jetzt so der erste Step, den ich jetzt hier fertiggestellt habe. Das ist halt noch ausbaufähig, das Ganze. Man kann auch in dem Infield dann noch wie einen Zeltplatz hinzufügen. Also da ist natürlich dann wirklich einiges noch möglich. Man sieht es jetzt auch gerade, die Aufnahme, die ich jetzt gerade nochmal zeige, die Übersicht von der Rennstrecke ist erst danach, also davor entstanden. Die Parkplätze waren gerade noch nicht gefüllt. Die sind jetzt sozusagen gefüllt. Und auch hinter der Boxengasse habe ich dann noch so ein paar Trucks platziert, die dann eben dort ihr Team betreuen mit Fahrzeugen und Wartung der einzelnen Rennwagen. Und ja, da hatte ich mir auch überlegt, dass ich vielleicht dem guten Biko mal schreibe, ob der mir vielleicht dort mal so ein paar Formel-1-Wagen modden könnte. Das wäre natürlich eine richtig coole Nummer. Weil dann würden dann hier sozusagen jetzt hier nicht die Tourenwagenmeisterschaft stattfinden, sondern dann eben vielleicht sogar ein Formel-1-Rennen. Und das wäre natürlich ein richtiger Augenschmaus, würde ich sagen. Das ist dann auch eine ganz spezielle Sache, die es hier in Transport Fever eben noch nicht gegeben hat, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Also denke ich schon. Ich habe dann hier auch, man hat es gerade gesehen, warum die so schnell fahren auf einmal, habe ich dann auch einfach mit doppelter Geschwindigkeit das Ganze hier abgespielt. Abspielen lassen, weil sonst in Kurvenbereichen die Autos meistens nur so 30 oder 40 km/h fahren, das ist dann natürlich immer ein bisschen nervig, aber wenn man das dann mit doppelter Geschwindigkeit abspielt, ist es dann halt so, dass es halt doch schon so ein bisschen das Rennfeeling oder dieses Rennstreckenfeeling eben auch besser rüberkommt. Und das finde ich dann halt schon ziemlich witzig, wie die hier so rumdüsen, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache geworden. Also da bin ich richtig happy über diesen Baubereich, das ist auf jeden Fall tipptopp.
Und ja, wahrscheinlich, ich nenne das Ganze Mühlau-Ring, ne? Racing Park Mühlau-Ring oder irgendwie sowas in die Richtung. Muss ich mal gucken. Ja, hier habe ich dann auch mal so ein bisschen das Infield abgefilmt, ne? Hier sind halt sozusagen die Teams untergebracht mit ihren Rennwagen dort aufgebockt. Ein paar Campingwagen, um dass die dann dort auch ihre Freizeit verbringen können, falls sie mal nicht auf der Rennstrecke sind. Und eben, wie gesagt, auch so ein paar verschiedene LKWs. Also sind jetzt halt so Transport-LKWs, keine Team-LKWs. Aber ich denke, das kann man sich dann auch schon in gewisser Form halt vorstellen, sage ich mal. Ja, dann sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und ja, bis zur nächsten Folge. Wahrscheinlich dann am Sonntag eine Leipzig-Folge, denke ich mal. Macht's gut. Bis dahin. Ahoi.